Nichts sollte für immer in Stein gemeißelt sein, zumindest nicht das katholische Arbeitsrecht. Dafür machen sich Ann-Kathrin Röttger und Pierre Stutz aus Osnabrück stark. Sie sind überzeugte Katholiken und homosexuell. Unter dem Motto Out in Church haben sie sich jetzt zusammen mit 123 anderen queeren Katholiken öffentlich geoutet und ein Manifest verabschiedet. Dort fordern sie eine Reform des katholischen Arbeitsrechts und bekommen viel Unterstützung. Was? 11.612 Unterschriften? Und das seit gestern? Boah, das ist ja der Hammer. Das tut gut, weil das Entscheidende ist ja, hinter jedem Gesicht steckt ja eine Geschichte. Und da steckt wirklich unglaublich viel Leiden, unglaublich viel auch Selbstabwertung, Ängste. Die Kollegen haben hier die Regenbogenflagge aus dem Fenster gehängt, solche Sachen. Und darüber hinaus erreichen mich persönlich auch noch mal ganz viele Mails, Anrufe, Glückwünsche, Leute, die das supporten. Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Aktion. Danke. Das hat mich sehr gefreut. Das freut mich sehr, dass Sie mir eine Rückmeldung geben. Das tut sehr gut. Vielen Dank. Eine TV-Dokumentation und zahlreiche Artikel haben auch die Niedersachsen für das Thema sensibilisiert. Das Problem, wer für die Kirche arbeitet, unterliegt eigenen Regeln und sollte mit den Moralvorstellungen des Arbeitgebers übereinstimmen. Geschiedene, die erneut heiraten oder Menschen, die sich als homosexuell outen, droht die Kündigung. Ann-Kathrin Röttger arbeitet seit rund 18 Jahren für das Bistum Osnabrück. Sie leitet dort die Freiwilligendienste. Dass sie Frauen liebt, wussten bis jetzt nur wenige. Wenn ich mit meiner Freundin hier in der Stadt unterwegs war, was man eben normal so macht, essen gehen, feiern gehen, ins Kino und so. Aber sobald irgendwie Kollegen in Sichtweite waren, war das für mich auch klar, okay, es gibt jetzt hier, wir distanzieren uns kurz, wir halten nicht mehr Händchen, wir suchen keinen Körperkontakt. Pierre Stutz outet sich bereits vor 20 Jahren. 17 Jahre lang hatte der gebürtige Schweizer als Priester gearbeitet. Nach einem psychischen Zusammenbruch zieht er die Reißleine, bekennt sich offen zu seiner Homosexualität und legt das Priesteramt nieder. Ich habe bis zum 49. Lebensjahr gewartet. Äußerlich war ich immer sehr erfolgreich. Aber innerlich habe ich immer gespürt, ich möchte einen Mann lieben können, ich möchte von einem Mann geliebt sein. Habe es mir aber selber verboten, weil ich eben nicht in diese schwierige Entscheidung kommen wollte, meinen Traumberuf aufgeben zu müssen, um jemanden lieben zu können. Und das ist eigentlich mein größter Vorwurf auch an die katholische Religion, dass sie diese Entscheidung dürfte es gar nicht geben. Ein Jahr nach seinem Coming-out lernt der Wahlniedersachse seine große Liebe kennen. Später heiraten die beiden in Osnabrück. Seit Jahren kämpft der ehemalige Priester mit Büchern und Videopodcasts gegen die Diskriminierung in der katholischen Kirche an. Ich kämpfe, dass Frauen Priesterin werden können, dass geschiedene Wiederverheiratete eben nicht auch diskriminiert sind als Christen zweiter Klasse. Es ist ja ein unglaublicher Reformstau in dieser Kirche. Pierre Stutz hat keinen Job mehr zu verlieren. Bei Ann-Kathrin Röttger ist das anders. Kurz bevor die Out-in-Church-Kampagne viral ging, hat sie das Gespräch mit dem Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode gesucht. Das war auch ein wahnsinnig großer Schritt und ich weiß nicht, wann ich jemals so aufgeregt war wie in dem Moment. Aber der Bischof hat sehr positiv darauf reagiert. Auch der Generalvikar Ulrich Beckwamart, Stellvertreter des Bischofs, zeigt sich offen für die Forderungen der Bewegung. Der öffentliche Druck auf die katholische Kirche ist groß, das Image durch die Missbrauchsskandale stark angeschlagen. Das fordert Konsequenzen. Die Entwicklung muss dahin gehen, dass die sexuelle Orientierung nicht mehr dazu führen darf, Dinge nicht zu tun oder ausgeschlossen zu werden. Und das muss sich dann niederschlagen, auch in Gesetzen und in Grundordnung. Und deshalb müssen wir über die Frage von Loyalität nicht nur nachdenken, sondern an dieser Stelle müssen wir schlichtweg korrigieren. Mehr als 26.000 Menschen in ganz Deutschland haben sich bereits mit den Kampagnenteilnehmern solidarisch erklärt und die Petition unterschrieben. In der Hoffnung, dass die katholische Kirche der Diskriminierung homosexueller Menschen endlich ein Ende setzt. Ganz nach dem Motto, vor Gott sind alle Menschen gleich.